Willkommen bei 2 Minuten mit. 2 Minuten mit ist ein Format zum Thema Veränderung braucht Mut. Heute sind wir bei der St. Charles Apotheke und zwar bei Alexander Ehrmann. Er ist ein äußerst umtriebiger Unternehmer und verbindet geschickt traditionelles Wissen mit modernem Lifestyle. Es sind, glaube ich, hauptsächlich zwei Dinge. Das sind einerseits die Menschen, die mich umgeben, beginnend mit meiner Frau und meinem Sohn, die sehr inspirierend sind, und auch die Menschen, natürlich, mit denen ich arbeite. Das ist überhaupt etwas, wo ich mir denke, die Menschen, die ich tagtäglich so viel sehe, da herrscht so eine sprichwörtliche Chemie zwischen uns, was extrem wichtig ist. Und das Zweite, wo ich mir Inspiration hole, ist einfach, rausgehen in die Natur, nach Briglitz, auf unseren Hof, in Wald, den Baum umarmen. Wendepunkte gibt es tagtäglich. Und zwar, weil es eine stetige Entwicklung ist in einem so unglaublich tradierten Gewerbe wie dem meinen, gibt es ganz viele kleine Schritte, die immer über den Tellerrand hinaus sind, und das finde ich einfach super spannend. Diese Kultur des Scheiterns ist auch wichtig, dass man das mitnehmen kann, wenn es zu schnell wird oder wenn Loslösungsprozesse sind. Es ist so, dass ich wahnsinnig oft mit Leuten in Berührung komme und mit Ideen in Berührung komme, die völlig abwegig sind an sich für einen Apotheker. Wo vor 20, 30 Jahren es eigentlich prinzipiell geheißen hat, darf er das? Nein, das ist verboten. Das ist das Positive am WWW und an dieser schnelllebigen Zeit ist, dass das einfach nicht mehr geht, dass es möglich sein muss, Gott sei Dank. Und ich auch das große Glück habe, wahnsinnig oft Leute zu treffen, die spannende Dinge machen, die man dann gemeinsam umsetzt. Und wieder die Klammer darum ist, das trifft wieder meinen Beruf sehr, dass die Chemie passen muss. Und ganz egal, woher wer kommt, wenn die Chemie passt, kann man sehr, sehr spannende Dinge umsetzen.